Hi und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play von einem Spiel, das ich auf meinem Kanal bis jetzt noch gar nicht irgendwie erwähnt hatte oder ähnliches. Und das vielleicht der ein oder andere mag das denken, auch gar nicht so wirklich da reinpasst. Aber generell spiele ich eigentlich das, was mir Spaß macht. Und ich wollte einfach mal gucken, was sich hinter dem Spiel verbirgt, warum es so vielen Menschen weltweit eigentlich Spaß macht. Und es ist ja auch nicht umsonst so beliebt. Und ja, aus dem Titel ist auch nicht gleich ersichtlich, um was es sich dreht. Und deswegen wollte ich ein bisschen Spannung da reinbringen. Es dreht sich um das Spiel Minecraft, genau. Blockstyle-mäßig werden wir einfach mal gucken, was abgeht. Und ich bin total der Noob. Also ich habe wirklich, ich habe zwar mal jetzt eine Welt hier erstellt und einfach mal reingeschaut, um zu gucken, ob wirklich auch alles so funktioniert und läuft. Aber ich habe keinen Plan in dem Spiel. Und deswegen legen wir jetzt einfach mal los, würde ich sagen. Einzelspieler. Neue Welt, erstellen, hier unten, genau. Ja, wie nennen wir jetzt die Welt? Wie sollen wir die nennen? Ich würde sagen, wir suchen irgendeinen lustigen Namen aus. Wir nennen sie einfach mal Fiktonien. Ist ein cooler Name. Und Spielmodus, auch hier habe ich keinen Plan, was wirklich der Unterschied ist. Okay, Hardcore. Mit dem endgültigen Tod wird da wahrscheinlich der Tod bestraft. Also die Welt wird dann weg sein. Kreativ, unbegrenzte Rohstoffe, Flugmodus und sofortiges Zerstören von Blöcken. Oder Überleben. Wir nehmen einfach Überleben und tun die Welt mal erstellen. Und ich bin gespannt. Also wirklich, wie gesagt, ich habe keinen Plan von dem Spiel. Ich habe mal... Oh, da. Jetzt gebastelt. Ich habe zwar mal ein paar Let's Plays von zum Beispiel Kronkia gesehen, der das Spiel ja zuhauf spielt in Millionen und Abermillionen von Stunden. Und guck mal eine an. Die Steuerung hatte ich mir übrigens schon passend eingestellt und ich habe keinen Plan. Echt nicht. Weder wie die ganzen Menüs funktionieren, noch kann ich hier Blumen sammeln. Okay, ah cool, jetzt habe ich sie sogar in der Hand gleich. Und ich muss sagen, das Ganze ist ziemlich klein. Deswegen gucken wir mal kurz in Optionen, ob ich hier irgendwas, das Ganze irgendwie ein bisschen größer einstellen kann. Grafikeinstellung schön, okay. Ah, da, UI-Größe. Groß, cool. Ja, dann lassen wir das doch groß. Da siehst du bestimmt auch besser, was abgeht. Und nicht nur ich. Also ich schätze einfach mal, das sind unsere Lebenspunkte, die Herzen und die Keulen da unten, die Fleischkeulen, ist unsere Nahrung. Ja, und was müssen wir machen? Ich weiß auch, dass es hier irgendwo ein Inventar gibt, genau. Aber was wir damit so richtig machen können? Oh, guck mal, wir können was aus der Blume machen. Ein Löwenzahn, gelb. Und ja. Also, flame mich nicht in den Kommentaren, wenn du voll den Überplan hast von dem Spiel und voll der Rockstar bist. Ich hab wirklich... Wir können auf jeden Fall hier alles abbauen. Oh, den Schnee sogar. Wenn du voll der Rockstar bist, ja, und denkst, ey, was baut denn der hier für eine Scheiße? Ich will's einfach mal spielen und dich dran teilhaben lassen. Wir machen einfach mal hier ein bisschen was kaputt. Guck da, die komischen Lehmbrocken. Oh, sehr entspannende Musik. Und den Baum. Oh, das dauert ja ewig. Nee, das mache ich jetzt nicht. Und ich weiß, dass man irgendwelche Dinge bauen kann. Also, ja, ich weiß, dass man eben irgendwelche Dinge bauen kann. Und wenn ich im Verlauf des Let's Plays jetzt eben herausgefunden habe, wie wir denn jetzt auch was bauen können. Oh, wie schön, ne? Ist das ein Schwein? Oh, da unten läuft ein Schwein rum. Dann habe ich auch schon ein Projekt vor, was wir denn bauen. Denn ich werde mal das Häuschen nachbauen, wo ich wohne. Und wir machen dann was ganz Spezielles draus. Wirst du dann aber sehen, da will ich jetzt noch nicht so viel verraten. Wo ist es? Da sind noch viel mehr Schweine unterwegs. Oh, und jetzt klingelt mein Handy im Hintergrund. Können wir das auch platt machen? Also, das können wir auch platt machen. Komm her, bleib hier, Schwein.
Also ich weiß auch nicht, was für einen Sinn und Zweck die Schweine jetzt zum Beispiel haben. Was habe ich jetzt? Ah, okay. Ah, ich glaube, ich muss die hier hochziehen, den ganzen Krams. Sonst rüstet er das doch als Waffe aus. Da ist noch ein Schwein. Okay. Ich erkunde jetzt erstmal mit dir zusammen hier die Gegend und dann ja, entscheiden wir mal, was wir so weitermachen. So, okay, hier war auf jeden Fall schon mal eine coole Stelle gewesen. Ich glaube, die Welten, die sind auch wirklich random geschaffen. Also, als ich die Testmap quasi erstellt habe, da hat die wirklich anders ausgesehen. Der Strand. Oh, da hinten ist, da geht es noch ziemlich, ey, das ist ziemlich groß. Ist das hier Eis? Oh, tatsächlich, da rutscht man sogar drauf. Coole Sache. Können wir auch schwimmen? Oh, ja. Oh mein Gott. Wir gehen unter. Ah, okay. Luftblasen. Also irgendwann habe ich keinen Sauerstoff mehr. Irgendwann krepiere ich dann. Aha, aha. Warum hat jetzt die Musik aufgehört? Die war so schön entspannt, so schön chillig. Oh, hier sieht es doch auch cool aus. Oh, hier sieht es schön aus. Und ich weiß auch, dass es für Minecraft irgendwelche komischen, was heißt komisch, irgendwelche Texture-Mods und sowas alles gibt. Vielleicht gucke ich in Zukunft mal, dass ich mir irgendwie sowas draufhaue, wenn es mir überhaupt Spaß macht. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und ja, wenn es dir Spaß macht, dann... Wenn das Game eben keinen Spaß machen sollte, wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgehe, dann werde ich natürlich noch weiterspielen, ganz klar. Aber wir testen es einfach mal. Boah, guck mal, ich kann hier dickern. Und das sind schon wieder Schweine. Hier ist doch cool. Aber ich habe halt keinen Plan. Ich weiß, dass es auch, glaube ich, andere... Gibt es hier auch eine Axt, wo ich hier die Bäume schneller fällen kann? Also hier sieht es auf jeden Fall mal schön aus. Da könnten wir bleiben. Das ist natürlich wie bei mir zu Hause. Dann, wenn wir hier jetzt das Häuschen bauen, unser Häuschen bauen, dann ist es wie bei mir, direkt am Meer. Fast. Aber guck, hier haben wir Platz. Jetzt, ich probiere einfach mal hier ein bisschen was mit dem Inventar zu machen. So, hier haben wir, was war das? Erde? Sand? Noch eine Blume mit dazu? Nee, das wird natürlich nichts. Rohes Schweineschnitzel? Nee, wird auch nichts. Ah, okay. Ja, okay, hier kann ich die Dinger teilen, die Stacks. Die Stacks eben. Aber sonst kann ich ja mal jetzt gerade mal noch gar nichts machen. What's that? Und wenn du irgendwelche Tipps für mich hast, du kannst natürlich gerne irgendwie in die Kommentare reinschreiben und schreib mir mal, wo bekomme ich hier irgendwelchen Krams her? Stein oder so gibt's glaube ich auch noch, ne? Wie kriege ich die doofen Bäume da weg? Und komm, ich probiere jetzt. Und wie kann ich das jetzt? Ah, Erde, okay. Jetzt habe ich die Erde. Aber der haut ja nur. Wie kann ich das hier irgendwo hinlegen, dass ich was draus bauen kann? Oh, was hab ich? Ah, den Chat habe ich auch. Den Chat habe ich aufgemacht. Also Max wirklich voll planlos. Wie geht der jetzt wieder zu? So. Wie kann ich das Ding hier wegwerfen? Gibt's da vielleicht irgendeine Tastaturbefehl? Angreifen, links schleichen, Inventar auflisten, Befehl, Slash.
Gegenstand benutzen, Maustaste 2. Tja, das ist tatsächlich Maustaste 2. Block auswählen. Maustaste 3. Da wähle ich aber gerade mal gar nichts aus. Hey, ich will das hier irgendwo hinlegen. Ah, so geht's. Okay, ich muss auf den Boden zielen. Da kann ich natürlich auch wieder mitnehmen, ne? Oh, coole Sache. Das heißt, ich brauche natürlich erstmal jetzt dann mehr Krams. Viel mehr von der Erde zum Beispiel. Bauen wir einfach eine Lehmhütte. Irgendwann werde ich schon noch dahinter kommen, wie wir das upgraden können, den ganzen Krams. Da richtig was Cooles draus bauen. Hier, hier. Wir machen das mal alles hier ein bisschen weg. Und ich brauche sowieso, dann brauche ich ja sowieso die Erde. Ist das Erde mit Gras jetzt oder ist das alles? Nee, das ist alles normale Erde. Da haben wir erstmal eine Ebene. Und ich bin auch mal gespannt, was das Spiel vor allen Dingen so langzeitmotivierend macht. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Zum Beispiel wie Kronk, ja, der da zigtausende von Folgen hat. Ich weiß es nicht. So, ich glaube, wenn wir später irgendeine Waffe oder so haben, dann geht es bestimmt auch noch schneller mit dem Abbauen, ne? Eine Waffe gibt's hier überhaupt Waffen? Also ich habe wirklich ein paar Videos gesehen, wo es auch irgendwelche so Fun-Krams gibt, wie irgendwie ja, was weiß ich. So Deathmatch-Modi. Aber kein Plan. Also unser Nahrungsding wird auf jeden Fall mal erschöpft. Irgendwann brauchen wir was zu futtern, aber ich habe ja schon ein Schwein geschlachtet. Die Blumen können wir, das wäre cool, wenn wir die auch pflanzen könnten. Da könnten wir richtig coolen Shit damit machen. Warum ist die Mucke aus? Können wir ja auch mal gucken. Option. Musik. Warum ist das aus? So, okay, dann ist er eben weg. Mal gucken, ob ich das vielleicht mit irgendwas anderem hinterlege. Tü-tü-tü. Und ich würde sagen, dann, wenn wir das jetzt hier mal weg haben, dann bauen wir mal unsere erste Wand hin. Der Baum muss erstmal stehen bleiben. Wie gesagt, wenn du weißt, wie ich den schnell. Oh, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's sogar dunkel hier. Oh, mir ist kalt. Es wird schon kalt. Dunkel und kalt. Entschweben im Baum. Wenn du weißt, wie ich den Baum hier möglichst schnell irgendwie wegkriege, dann. So. Errungen! Errungenschaft erzielt. Dreimal auf Holz geklopft. Ey, das dauert doch nicht so lang. Da kann ich ihn doch umholzen. Cool. Ey, ich spiele da ganz hoch. Okay, nehmen wir die Blätter noch mit. Ist eigentlich ein bisschen sehr realistisch, ne? Dass hier so die Blätter rumhängen ohne Stamm oder sowas. So, aber ich glaube, gleich oder bald haben wir es geschafft. Oh ne, das dauert noch einen kleinen Moment. Da steht ja noch ein Baum. Okay, wir haben aber auf jeden Fall schon mal, oh, guck mal, über 60 von den komischen, von der komischen Erde. Da könnten wir auch eine Holzhütte draus machen.
So, ja, und ich muss einfach mal gucken. Oh, was ist das? Oh. Da hat mir da ein Loch reingehauen. Der Arsch. Was war denn das? Ein Kaktus. Da ist noch einer. Oh. Ey, noch ein Loch. Ey, wo kommen denn die her? Die waren doch vorhin nicht da. Ja, super toll. Jetzt komme ich hier. Doch, da. Boah, das sind noch mehr. Die kommen aus dem Wasser hier raus. Kann ich die auch umhauen? Oh! Und die... Nee, jetzt läuft es hier mit Wasser voll. Da hole ich mir mal schnell die Steine da. Boah, das ist natürlich beschissen. Jetzt wollte ich eigentlich hier eine glatte Fläche machen. Und da kommt die Mistviecher. Was ist... What the fuck? Eine Spinne? Geh weg! Geh weg! Ey, geh weg! Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin schon gleich hinüber. Oh nee. Punktestand 3 und ich... Ich wurde von der Spinne erschlagen. Wiederblieb. Jetzt ist mein ganzer Kram weg. Jetzt ist doch nicht wirklich... Doch, oh mein Gott. Jetzt ist mein ganzer Kram weg. Und da gibt's auch, glaube ich, keine Karte oder... Oh. Das ist noch viel mehr von dem Ungetüm. Okay, also ich muss einfach... Ich renne jetzt einfach durch. Ich hoffe, ich bin da gespawnt, wo ich das letzte Mal war. Spinne. Kaktusmann. Noch eine Spinne. Boah, da unten ist ein Krake drin. Also irgendwie muss ich doch da wegkommen von denen allen. Ich glaube aber, das ist... Ich hoffe, das ist nur nachts so. Oh mein Gott. Das steht... Hä? Ah, das war ein kleiner Textur. Nachladescheißfehler. Zwei Spinnen schon hinter mir her. Ah! Ey, irgendwas schießt auf mich. Oh mein Gott. Also jetzt bin ich der Gejagte. Und überall, überall sind die Kelle und die Kakteen. Scheiße. Aber ich glaube, boah, ich glaube, von denen kriege ich doch bestimmt hier irgendwelche Waffen. Muss doch so sein. Guck mal, ein Bogenschütze. Nee, schnell weg. Damit, oh, da bin ich schon wieder tot. Nein, Punktestand 0. Und ich wurde von einem Skelett erschossen. Aber ich würde sagen, ja, das war's für den ersten Part. Ich guck mal, dass ich das eben jetzt schaffe dann. Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil wieder, wenn wir ein bisschen skilliger an die Sache rangehen. Und in diesem Sinne, wir sehen und hören uns.